Hallo, hier ist Christoph für GetGoodC und das ist das NEC MediaTab, das leichteste Tablet der Welt. Es wiegt gerade mal 249 Gramm und ist auch nur 7,9 mm dünn. Also wirklich ein sehr beeindruckendes Gerät, vor allem wenn man das Gerät in der Hand hat. Wiegt nicht wirklich viel mehr wie zum Beispiel ein Samsung Galaxy Note. Also es macht echt einen sehr guten Eindruck und es hat noch einige Special Features, zum Beispiel von der Software her, beziehungsweise auch Hardware. Es hat nämlich so ein haptisches Feedback auf der Rückseite. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier nehmen diese Rasse oder was das ist, wenn wir da drüber fahren, fühlen wir auf der Unterseite quasi durch einen Vibrationsalarm genau, wo man mit dem Finger fährt, dass es hier vibriert. Also auch sehr, sehr beeindruckend, was hier integriert wurde und das wirklich trotz dem dünnen Gehäuse. Ansonsten haben wir hier Android Jelly Bean Läufen. Es kommt mit einem 7 Zoll Display, HD-Auflösung, das heißt 1280x800 und einem Qualcomm Snapdragon S4 Prozessor, Dual Core. Und es gibt auch noch zum Beispiel von der Software Feature im Browser mit zwei Fenstern. Gehen wir kurz ins Menü. Dass man hier zwei Browser oder zwei Seiten auf einmal anschauen kann, natürlich mit mehreren Applikationen. Ja, leider ist noch nicht bekannt, wann das Gerät nach Deutschland kommen wird oder überhaupt, ob es überhaupt nach Deutschland kommen wird. Trotzdem interessant, wie dünn die Geräte sein können, wie leicht die Geräte sein können und auch noch mit zusätzlichen Features. Das war's. Ich bin Christoph für GetGoodC. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ich kauf lieber online. GetGoodC. Einer für alles.